zwei Männer auf Pferden blitzschnell auf uns zukommen. Meine Verwandten fürchteten sich. Wir flohen so schnell wir konnten, aber es war zu spät. Sie holten mich ein und fingen mich mit dem Lasso und zogen mich mit ihren Pferden über eine lange Strecke. Als wir in der Mission ankamen, sperrten sie mich für eine Woche in einen Raum. Der Pater sagte mir, dass er einen Christen aus mir machen würde. Eines Tages schütteten sie Wasser über meinen Kopf und gaben mir Salz zu essen. Und damit, sagte mir der Übersetzer, sei ich jetzt ein Christ und hieße Jesus. Der Aufbau der Mission zu einer Institution der Zwangsarbeit fand nicht über Nacht statt. Es ging schrittweise. Aber schließlich zwangen sie die Indianer, ihre freie Arbeit in ihren Heimatdörfern aufzugeben. Familien wurden zur Mission gebracht. Die Missionare trennten die Kinder von den Eltern. Kinder ab 6 Jahren wurden in Baracken eingesperrt. Da hieß es dann, Arbeit, Religion und Arbeit den ganzen Tag. Streng organisiert, streng überwacht. Indianer wurden für Arbeiten eingeteilt wie Gerben und Schmieden und sie kümmerten sich um die Herden der Mission. Sie machten Kerzen, Ziegel, Kacheln, Schuhe, Sättel und Seife. Die Arbeit wurde erzwungen unter Androhung der Peitsche. Und so existierte ich, bis ich einen Weg fand, zu entkommen. Aber ich wurde verfolgt und sie fingen mich wie einen Fuchs. Sie peitschten mich, bis ich das Bewusstsein verlor. Für einige Tage konnte ich nicht vom Boden aufstehen, wo sie mich hingelegt hatten. Und ich habe heute noch Narben auf meinen Schultern von den Peitschenhieben. Ranitil Kamiyai. Mehr als 50 Jahre lang beherrschte das Missionssystem, unterstützt von spanischen Waffen, die kalifornische Küste. Jede Revolte wurde im Keim erstickt. In den Missionen trugen Krankheit und harte Lebensbedingungen zu einer Todesrate bei, die mit Völkermord gleichzusetzen war. Kam ein Indianer in die Mission, so betrug seine durchschnittliche Lebenserwartung noch ungefähr 12 Jahre. Bei Kindern waren es 6 Jahre. Darum musste diese Bestie ständig mit Arbeitern gefüttert werden. Wenn Menschen heute dahin gehen, denken sie nicht einmal an Indianer. Sie sagen, die Pater hätten die Missionen gebaut. Das ist Unsinn. Die kalifornischen Indianer haben sie gebaut. Allein in der Santa Barbara-Mission füllen über 4000 Chumash-Namen das Sterberegister. Die Leichname wurden in große Gruben in der Nähe der Kirche geworfen. 1821 ging die Herrschaft über Kalifornien an Mexiko über, nachdem es die Unabhängigkeit von Spanien errungen hatte. Die mexikanische Regierung säkularisierte die Missionen. Die Indianer waren frei zu gehen. Aber 50 Jahre hatten ihre Welt vollkommen verändert. Die alten Dörfer waren verschwunden. An ihre Stelle traten große mexikanische Besitztümer. Auch die Missionsländereien, die sie bearbeitet und auf denen sie gelebt hatten, wurden Teil riesiger Privatgüter. Es ist eine Tragödie, ansehen zu müssen, wie diese Männer die Mission übernehmen, die wir gebaut haben. Die Herden, die wir gehütet haben, zusammen mit unseren Familien, unaufhörlich der fürchterlichsten Behandlung.